Moin und herzlich willkommen bei Samsara und Spike. Mein Name ist Spike und heute gibt es ein kurzes und schnelles Rezept. Und zwar machen wir Karottensalat. Dazu braucht ihr nicht viel. Ich würde sagen, wir wechseln die Szene und legen direkt los. Wie ihr sehen könnt, brauchen wir auch gar nicht so viele Zutaten. Zum einen haben wir hier 600 Gramm Karotten. Diese werden gleich nur geschält und die Enden abgeschnitten. Wir brauchen den Saft einer halben Zitrone. Hierbei handelt es sich um eine Bio-Zitrone. Das heißt, ich kann die Schale und den Rest der Zitrone noch gut verwenden, zum Beispiel für ein schönes heißes Zitronenwasser, gerade bei den Temperaturen super. Einen Apfel, in unserem Fall ein Brabourne und ein wenig Zucker nach Bedarf. Und ihr habt dann natürlich zwei Möglichkeiten, ihr seht das hier schon. Zum einen könnt ihr das Ganze von Hand reiben, da empfehle ich euch dann, wenn ihr so eine Reibe habt, die grobe Seite zu nehmen, das hier ist einfach viel zu fein. Und wenn ihr den Luxus genießt, den wir jetzt hier auch haben, mittlerweile sind die Sachen ja recht erschwinglich, dann eine Küchenmaschine und da dann die feine Klinge, damit die Stücke nicht ganz so groß sind. Ich für meinen Fall werde jetzt die Küchenmaschine benutzen, weil das einfacher und schneller ist. Als allererstes kümmern wir uns um die Zitrone. Die wird eben nur schnell halbiert. Da wir keine Zitronenpresse haben, muss ich sie eben von Hand auspressen. Also der Saft der halben Zitrone erstmal in die Küchenmaschine. Kann man hoffentlich einigermaßen erkennen. Ich habe leider nicht sehr wirklich viel Platz dafür. Ich halte die Hand drunter, einfach damit ich keine Kerne mit reinkriege, die ich dann mühsam hier raussammeln müsste. Wichtig dabei natürlich vorher die Hände waschen und dann die Zitrone gut auspressen. Wenn euch das nachher nicht sauer genug ist, ihr habt ja noch die andere Hälfte, dann packt da noch so viel Zitronensaft dran, wie ihr mögt. Ihr könnt natürlich auch Zitronenkonzentrat benutzen. Da wäre ich aber ein bisschen vorsichtiger mit, weil da die Menge halt schwerer einzuschätzen ist. So, die halbe Zitrone ist drin. Ich wasche mir mal ganz kurz die Finger. Da ich die Karotten vorhin schon vorbereitet habe, dementsprechend geschält und die Enden abgeschnitten, können wir uns jetzt schon um den Apfel kümmern. Dieser wird auch eben ganz schnell nur geschält und dann entkernt und in Viertel geschnitten. In unserem Fall ist es halt Brabourne, ein angenehm süßer Apfel. Kann ich auch nur empfehlen, jetzt kein Granny Smith oder sowas zu benutzen. Das würde den Geschmack eher weiter ins Säuerliche ziehen. Und das wollen wir nicht. Ich mache das eben fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt, da der Apfel geschält ist, brauchen wir ihn eigentlich nur noch schnell vierteln. Oder eben achteln, wenn die Öffnung eurer Küchenmaschine nicht groß genug ist. Und halt eben ganz schnell das Kerngehäuse raus. Das mache ich eben für die anderen auch noch fertig. Und dann sehen wir uns gleich direkt schon an der Küchenmaschine. Wie gesagt, das Ganze geht echt schnell. Soweit ist jetzt alles vorbereitet. Und jetzt müssen die Sachen nur noch eben schnell in die Küchenmaschine. Da das Ganze natürlich sehr laut ist, machen wir das eben fix im Zeitraffer. Da das Ganze doch kleiner ausgefallen ist als gedacht, die Reste muss ich eben hier wegpacken, werde ich für die Karotten jetzt auf die großen Messer wechseln. Ihr seht das Ganze, das ist wirklich sehr fein. Beim Apfel stört das nicht so. Karotte hätte ich schon gerne ein wenig Struktur. Einmal umdrehen. Das lege ich hier einfach wieder mit rein. Das wird gleich mit klein gehäckselt. Und ich habe den Apfel auch zuerst genommen, wegen der Zitrone, weil der Apfel halt unglaublich schnell dazu neigt zu oxidieren. Nachteil bei der Küchenmaschine ist immer, dass oben im Deckel so ein bisschen hängen bleibt. Das ist aber nicht so schlimm. Das fülle ich gleich natürlich mit in die Schale rum. Und somit geht es dann schon zum nächsten Schritt. Das Ganze aus der Küchenmaschine raus, in eine Schale und noch einmal ordentlich umrühren. Ich hätte die Zitrone natürlich auch direkt in die Schale packen können. Das Einzige, was wir jetzt nur noch machen müssen, ist den Karottensalat umfüllen, einmal umrühren, dann vielleicht ein wenig zuckern. Ich denke mal, ich werde mit einem halben bis Teelöffel starten und dann muss das Ganze ein wenig stehen. Ihr seht schon, die Karotte ist recht grob. Das finde ich aber gerade gut. Der Apfel ist fein. Umso länger das zieht, umso weicher wird natürlich der Salat. Wenn ihr jetzt Karottensalat nicht so knackig mögt, wartet ihr einfach noch ein bisschen.
ungefähr so eine halbe Stunde bis Stunde. Dann rührt ihr das Ganze nochmal um und dann solltet ihr einen noch leicht knackigen Salat haben. Hätte ich fast eine größere Schale nehmen können. Ein bisschen ist auch leider was daneben gegangen. Ich schnappe mir jetzt, glaube ich, erstmal einen anderen Löffel. Und dann rühren wir das Ganze einmal durch. Dann geben wir jetzt erstmal einen Teelöffel Zucker dran. Keinen gehäuften, so einen ganz normalen. Einfach schnell drüber. Und das Ganze einmal gut durchrühren. Ich war natürlich ein bisschen zu langsam. Das ist der Aufnahme geschuldet. Weil ich natürlich hier alles ein bisschen umstellen musste und umräumen. Deswegen ist der Apfel jetzt schon ein wenig am Oxidieren. Das ist aber nicht schlimm. Das verändert nur ein ganz klein bisschen die Farbe des Ganzen. Das Ganze wirklich gut durchrühren. Wie gesagt, nehmt am besten eine größere Schale. Und durch die Zitrone und den Apfel wird die Karotte jetzt weich. Und dann lässt sich das ungefähr in einer halben Stunde bis Stunde das erste Mal abschmecken. Man hätte natürlich auch zwei Äpfel bei der Menge nehmen können. Ich bevorzuge aber wirklich eine leichte Apfelnote nur. So, das reicht doch schon erstmal. Ich drücke das noch ein bisschen platt. Dann kommt der Deckel drauf und das Ganze wandert bei uns jetzt für eine Stunde in den Kühlschrank. Es ist jetzt ein bisschen mehr Zeit vergangen als geplant. Eigentlich wollte ich den Karottensalat nur 1 bis 2 Stunden ziehen lassen. Daraus sind jetzt 24 Stunden geworden. Gestern ist bei uns noch einiges schief gegangen. Das hat unsere volle Aufmerksamkeit benötigt. Dementsprechend heute erst weiter. Ja, und hier ist er. Er sieht wirklich mega gut aus. Und obwohl er 24 Stunden gezogen hat, würde man jetzt denken, er ist mega weich und wabbelig. Aber wohl gefehlt. Er ist immer noch mega knackig. Hat einen schönen, runden Karottengeschmack. Der Apfel kommt so ein bisschen mit um die Ecke. Und dann kommt die Zitrone. Weniger süß als angenommen. Ich habe gestern Abend mich dafür noch entschieden, die zweite Hälfte der Zitrone dran zu geben. Und nochmal einen halben Teelöffel Zucker. Das Ganze werde ich natürlich auch im Rezept dann für euch angepasst haben. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ihr habt ja gesehen, wie schnell das Ganze ging. Und wie wenig Aufwand das Ganze bereitet hat. Mehr wäre es natürlich, wenn man es mit der Handreibe macht. Er hält ungefähr 3 Tage. Da sollte er dann wirklich aufgebraucht sein. Dann fängt er auch an, bitter zu werden. Esst ihn danach bitte nicht mehr. Denn sonst könnte euch das ordentliche Magenprobleme bereiten. Und mir bleibt jetzt nichts anderes mehr zu sagen als vielen, vielen Dank heute wieder fürs Zuschauen. Wenn ihr Feedback habt zum Rezept, natürlich gerne in die Kommentare. Auch natürlich gerne eine Bewertung, ob euch das Video gefallen hat, in Form eines Daumen nach oben oder nach unten. Ich weiß, es ist nervig, aber es gehört halt zu dem ganzen Kram dazu. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bin raus.